Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem Unboxing der Glossy Box im Februar in der Special Edition zu Valentinstag. Und wenn ihr sehen möchtet, was in dieser schönen Box alles drin ist, dann müsst ihr dranbleiben. Ich bin schon gespannt. So Leute, kleiner Disclaimer vorweg, ich bin zurzeit leider ein bisschen erkältet. Das heißt, ich könnte hier oder da mal husten oder niesen. Nimmt es mir nicht übel, aber es ist nun mal so. Was sollen wir machen? Es ist Februar, es ist am Stürmen. Bis jetzt hatte ich auch mal Glück gehabt, aber ich habe auch das Gefühl, dass mein Schnupfen ein bisschen mehr wird. Deswegen, ne, ihr kennt das, ich habe bei mir. Bei mir ist es sowieso mal alles anders. Und vor allem, ja, wo, ach genau, da muss ich hingucken, ne? Hallo, ob ich das nochmal lerne? Who knows? Ich muss auch ehrlich gestehen, das ist das erste Video, was ich jetzt 2020 abdrehe. Die anderen hatte ich alle vorproduziert. Und ich bin ein bisschen nervös, weil ich so lange kein Video mehr gedreht habe. Aber, ja, ich habe einfach gedacht, egal, mir geht es auch eigentlich gar nicht so gut. Aber ich habe mir gedacht, ich schmink mir jetzt einfach ein zweites Gesicht, probiere die Foundation auch nochmal aus. Und, ja, mache ein Unboxing deswegen. Siehst du mich. So, als erstes kommt die Pink Box in einen wunderschönen Rosa und auf diesem Deckel ist in verschiedenen Sprachen lieb geschrieben und sieht total schön aus, ist auch so erhaben, also top. Ich liebe ja diese Sonderboxen von Glossy Box, also die werde ich mir auf jeden Fall aufheben, das auf jeden Fall. So, dann ist hier einmal das Glossy Box Magazin zu diesen, ja, zu dem Monat Februar. Ich werde es auch mal ein bisschen anders machen. Ich werde euch mal die Sachen vorstellen, die da drin sein könnten. Und dann gucken wir, was effektiv drin ist. Ich glaube, in dieser Edition ist es so, dass die ersten Produkte, also es ist ja immer so, dass das erste Produkt immer in jeder Glossy Box ist. Und dann unterscheidet sie sich, was für eine Edition, also was man quasi auch im Kundenprofil angegeben hat. Und danach wird ja dementsprechend ausgesucht, so ein bisschen. Und was wollte ich sagen? Und ich habe den Faden verloren. Ja, und dementsprechend sind dann natürlich die Sachen drin. Genau, jetzt weiß ich es wieder. Jetzt habe ich den Faden wieder. Also, es ist so, dass dieses Mal es so sein soll, dass die ersten drei Produkte, die hier in Heft zu sehen sind, sollen dann auch effektiv in der Box sein. Ob das so ist, werden wir gleich sehen. Wir gucken uns einfach mal die Sachen an. Oh, cool. Ach, das hatte ich schon mal, glaube ich, in der Vorpremiere gesehen. Da ist von Fix & Rouge, Fix & Rouge, ich glaube, so heißt die Firma, Wonder Love Charm Glow Elixier. Das ist dieses, ich glaube, das habt ihr auch schon mal in der Vorpremiere gesehen. Finde ich super spannend. Das ist, denke ich, auf jeden Fall drin. Dann haben wir von Star Skin Dream Kiss Lip Mask. Da bin ich ja auch mal gespannt. Und hier haben wir schon das dritte Produkt. Das ist ein Lipgloss von Floss Beauty. Ja, also die drei Produkte sollen da auf jeden Fall da drin sein. Gucken wir gleich mal nach. Also, dann könnte noch sein von It Cosmetics, diese CC Plus Cream. Die finde ich super, die Foundation, muss ich sagen. Ich habe sie auch als Warenprobe mal von It Cosmetics zugeschickt bekommen. Ich habe es im Medium. Medium ist mir ein Tick zu dunkel. Also es müsste auf jeden Fall für mich heller sein. Ich glaube, Light wäre wahrscheinlich höchstwahrscheinlich besser. Muss jetzt nicht zwangsläufig drin sein, weil ich die ja schon habe. Ansonsten, sehe ich hier gerade, gibt es auch einen Rabatt. Hatte ich das Produkt überzeugt, erhalte 20% Rabatt auf die CC Plus Cream in Originalgröße mit dem Code VALENTINSBOX20. Kleiner Tipp für euch. Die ist auf jeden Fall ein Kauf wert. Also ich finde die echt an sich total spitze, muss ich wirklich sagen. Dann könnt ihr drin sein von Aiko Hair Fresh Ups. Das sind so Dinger, die kann man, da steckt man so die Hand rein und dann kann man da dementsprechend die Haare so ein bisschen, so ein Fresh abgeben. Müsste ich jetzt persönlich nicht unbedingt haben, muss ich ehrlich sagen.
Dann könnte sein von Humble Co., eine Humble Brush. Die wollte ich echt schon immer gerne ausprobieren. Das ist so eine Bambuszahnbürste. Das finde ich allerdings sehr, sehr spannend. Da hoffe ich wirklich, dass da einer drin ist. Ja, da war ich immer zu kniepig, die zu kaufen. 4 € ist auch nicht gerade günstig. Dann könnte drin sein von Batiste ein Antifrist-Trockenshampoo. Ich hoffe jetzt mal, dass das nicht da drin ist, weil ich Trockenshampoo so gut wie nicht benutze und so viele noch hier über habe. Dann könnte sein, das wäre aber wieder ein Produkt für mich. Von Glossybox selber gibt es ja auch Pinsel. Oder ist ein Lippenpinsel, könnte da drin sein. Und der, oh, der sieht schick aus. Guckt mal, Leute. Den finde ich aber schick. Also wenn ich den nicht in der Box habe, muss ich mal in diesen Gruppen bei Facebook gucken, ob ich den von jemandem bekommen könnte. Dann kann sein von Roger und Gaulle. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Da könnte einmal ein Duschgel und eine Körpermilch sein. Muss jetzt nicht unbedingt bei mir sein. Nice to have, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Dann von Wunder 2 eine Mascara, Lash Extension. Ja, muss ich auch nicht haben unbedingt. Also das wäre jetzt auch nicht so das Produkt, was ich unbedingt haben müsste. Ich glaube ja, da sind immer so fünf, ne? Fünf Produkte sind da ja drin. Vom Bernegen eine Handcreme. Die habe ich aber, die hatte ich doch letztens schon. War das in der Glossy Box? Die habe ich auf jeden Fall schon mal gehabt. Deswegen, wenn ich die jetzt schon wieder habe, dann wäre es natürlich total blöd. Muss ich ehrlich sagen. Dann könnte vom Pure 97 könnte ein Lavendel- und Pinienbalsam-Spülung dabei sein. Oder ein Enzian- und Quellwasserspülung. Aha, okay. Oder, da gibt es noch was, ein Cremeöl. Ah, drei Produkte also von denen. Aha, okay, dann zeige ich euch das mal. So könnte das aussehen. Ja, muss ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht wirklich haben. Das war's. Das ist dann wieder die Vorschau für den März. Da können wir gleich nochmal schauen. Also, ich kann ja mal gucken. Also, dass eher die ersten zwei Produkte werden, ne, drei Produkte werden ja drin sein. Das ist einmal dieser Charme Glow Elixier, das Glow Elixier. Die Lippenmaske wird drin sein. Der Lipgloss, das haben wir drei Produkte. Vier die Zahnbürste würde ich mir wünschen und fünf den Pinsel. Ja, definitiv. Das wäre auf jeden Fall meine Wunschliste. So, dann gucken wir einfach mal rein, würde ich sagen, und machen das ganze Schätzchen auf. Ich habe übrigens heute nur das Ringlicht an und ich dachte, es ist eigentlich so hell genug. Vorhin kam auch schon mal die Sonne raus, aber die hat sich dann wieder verpisst. Es ist im Moment wirklich ein ganz, ganz komisches Wetter. Deswegen auch vor allem, guck mal, das ist auch verziert. Ist das nicht schön? Love crosses borders. Total schön. Machen wir das ganze Schätzchen auf. So. Ach ja, okay. So, da haben wir einmal, wie gesagt, dieses Wonder Love Charm. Dieses Beauty Elixier, das kann ich ja auch mal aufmachen und euch mal vernünftig zeigen. Also das soll richtig, richtig gut sein. Ich habe da auch schon mal was gesehen von jemandem, eine Story. Also es muss richtig, richtig gutes Produkt sein. Okay, so sieht das aus. Ich bin echt mal gespannt. Also das probiere ich gerne mal aus. Das soll ein bisschen Glow, finde ich, können wir ja alle haben. Ja, ganz so viel Glow habe ich heute nicht, aber ich habe übrigens die Oscars gesehen und ich muss sagen, die Koreaner, ne? Die haben ja alle voll den Glow gehabt, egal ob die Frauen oder die Männer. Da muss man wieder sagen, die Koreaner, die können es. Die können es einfach und die können Filme machen. Den Film bin ich total mal gespannt, den möchte ich auch unbedingt sehen. Ja, dann haben wir das Produkt von Starskin, diese Lipmaske, die ja überall mit dabei ist. Und natürlich von Floss, dieses, das Lipgloss. Ich kann das mal rausholen.
könnte eigentlich auch mal ein bisschen Gloss noch haben. Vielleicht mache ich das sogar drauf. Also so sieht das aus in so einer Tube. Und da kann man das hier so aufdrehen. Okay, kann ich ja mal auftragen. An da, was man sieht. Ich jetzt Anna mit was anderes hab. Guck mal ein bisschen näher. Hallo? Sieht doch schön aus. Ja, finde ich nicht schlecht. Es ist super angenehm, also kein Nachgeschmack oder so. Also das finde ich schon mal richtig cool. Und so eine Verpackung finde ich auch cool. Das finde ich klasse. Super. Dann haben wir drin, also dann haben wir ja schon die drei Produkte. Genau, 1, 2, 3. Und juhu, ich habe die Bambuszahnbürste. So, jetzt gucke ich mal einfach. Das ist also so eine, ja, so eine mit pinken Bürsten. Absolut soft. Ja gut, also ich hätte Medium hätte ich mir jetzt eher gewünscht, aber probiere ich trotzdem mal irgendwann gerne mal aus. Und dann habe ich von Pure 97 das Enzian und Quellwasser. Das ist ein sanfter Hitzeschutz. Das ist dieses Produkt. Tja, das habe ich jetzt doppelt. Ja, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken. Ich muss auch ehrlich sagen, so oft föhne ich mir meine Haare nicht. Deswegen, ja, es ist auf jeden Fall 100% vegan. Das kann ich euch schon erzählen. So, also anstatt diesem Produkt, das hätte ich lieber den Pinsel gehabt. Vielleicht kann ich das ja in so einer Gruppe mal tauschen. Ich habe geguckt. Ich glaube, das müsste vom Preis her so um die Gesamtwert. So um die, was waren das? Ich glaube 76 Euro, glaube ich, waren das. Ich schreibe es aber euch nochmal in den Kommentaren rein, was der Gesamtwert ist. Da können wir auch mal schauen, was es im nächsten Monat gibt. Da gibt es die Beautyholic Edition. Da bin ich ja schon mal gespannt. Ja. Ne? Und so sieht das Ganze auch. Könnt ihr natürlich nicht viel sehen. Genau, hier wäre das Braungerät. Da wäre dann so ein Gutschein gewesen, wo man das dann käuflich dann erwerben kann mit diesem Gutschein. Ja gut, das ist ein Epilierer, glaube ich. Ja gut, das wäre für mich eh nichts gewesen, weil Epilieren, das tut mir so sehr weh. Ich muss sagen, der Gloss gefällt mir echt sehr, sehr gut. Ja, an sich finde ich die Box ganz okay, muss ich sagen. Hat mich jetzt nicht so extrem umgehauen. Aber ich finde das Produkt super. Ich finde das Produkt super. Und ich finde das Produkt super. Und ich finde es wirklich super, dass diese drei Produkte wirklich in allen Boxen sind. Und das finde ich echt ziemlich, ziemlich cool. Probiere ich super, super gerne aus. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr die Box findet. Ich bin mal gespannt. Ich will jetzt noch mal 2, 3 Monate vielleicht mal abwarten. Ich kann es aber auch nicht genau sagen. Ehrlich gesagt, ich bin noch immer so ein bisschen im Zwiespalt, aber sie gefällt mir schon mal besser als davor dem Monat. Das muss ich auf jeden Fall sagen. Ne? Und durch diese drei Produkte hat es auch extrem rausgehauen. Ich versuche das, werde das. Oder wenn ihr den Lippenpinsel habt und ihr gerne dieses Produkt haben möchtet, dann könnt ihr euch ja bei mir melden und dann können wir ja vielleicht tauschen. Das wäre ja mal cool. Ansonsten gucke ich mal an die Facebook-Gruppen. Da gibt es ja immer so Gruppen, wo man noch tauschen kann. Vielleicht kann ich das ja unter dem Mann oder der Frau bringen. So, prima. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja. Ich habe mich halbwegs noch zurückhalten können, aber ich merke schon, ja, ihr hört es an der Stimme, ich werde langsam nasal. Das heißt, ich werde mir jetzt auf jeden Fall mal die Nase putzen müssen. So, oh Gott, so wenig ist nur, so kurz ist das Video. Mein Gott, da bin ich ja wirklich durchgeschossen. Ich weiß, dass nicht jede kurze Videos gefallen. Die liebe Christine zum Beispiel, die liebt es, wenn ich ganz, ganz lange Videos mache. Die kommen auch bald wieder, liebe Christine.
Schätzchen. ja, finde ich super cool. Bin ich mal total gespannt, auf die Produkte auch auszutesten. Wenn ihr Erfahrung mit einem oder dem anderen Produkt habt, gerne in der Info, nee, nicht in der Infobox, gerne in den Kommentaren. So wollte ich das sagen. Und ansonsten würde ich mich freuen über einen Daumen, über ein kostenloses Abo, damit ihr und dann natürlich, wenn ihr dann die Glocke aktiviert, damit ihr natürlich kein Video von dieser Chaos Queen verpasst. Und ansonsten wollte ich auch noch mal was gesagt haben. Ich habe auch gesehen, es gibt auch viele Daumen runter zurzeit mal wieder. Aber es ist natürlich, ich bin auch denen dankbar, weil ihr sorgt dafür, dass meine Reichweite steigert. Vielen lieben Dank dafür. Gut, das war's jetzt. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und ich würde sagen, see you, wir sehen uns. Oder ihr mich eher als ich euch, aber ihr wisst Bescheid. Okay, ich wünsche euch alles Liebe bis dahin. Tschüss.